So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Wie erstellt man einen Spieler in FIFA? Leider habe ich momentan hier bloß FIFA 14 zur Verfügung. Hätte gerne FIFA 16 oder ähnliches, aber das ist vom Prinzip her eigentlich gleich. Ja, jetzt legen wir mal los. Man muss hier auf Anpassen, dann auf, wie gesagt, Spieler erstellen. Zum Beispiel ich bin jetzt VfB Stuttgart-Fan, nehme jetzt irgendeinen Namen, zum Beispiel, keine Ahnung, nehmen wir Chuck Norris oder so. Genau, machen wir Chuck Norris. Oder nee, ich hätte einen Bilder. Halt, nee. Ja, meinen Namen. Gamer-Namen. Dann kann ich hier alias zum Beispiel. So, das heißt dann im Spiel. Kommentarname. Puh. Vielleicht nur heiße Luft, wahrscheinlich ausgebrannt. Vielleicht auch zeitgemäß und wir sind gar nicht schuld daran. Dass niemand mehr von uns für irgendetwas brennen kann. Genau, rein, den ist ja egal. Genau, dann würde ich sagen. So. Team, wir nehmen VfB. Mittelfeldspieler zentral, das ist ein bisschen genau, das war's hier schon mal. Dann gehen wir einen Schritt weiter. Höschen. Egal, gucken wir mal. Ich bin jetzt 1. Und ich glaube, ich habe meine 90 Kilo. Also, versuchen wir mal hier. Kann ich jetzt ein bisschen aus. Ich glaube, das war kurz, aber bin mir nicht sicher, die ich jetzt hier. Mais uma vez o bem vem correndo por fora. Sem novela, fera. Agora chegou a nossa hora. Disfarça e chora, mas não corre da treta. E nem venha me dizer que a coisa aqui está preta. Meu caro amigo, me acompanhe, por favor. É tanto hipócrita nesse mundo que os bons acabam entrando no jogo. Esse é o jogo. Brincou com fogo. O sol nasce pra todos, mas a sombra é pra poucos. O negócio agora é tirar onda de careta. Ninguém aguenta, mas se junta com os picaretas. Jogando os outros, metendo pau. Eu sei que amor faz o bem. Ich muss hier auf das Wasser erkennen. Ne, ich hab's gar nicht, hab ich ja nicht. Ich würde mal sagen, so ein Braun. Könnte man nicht, genau. Farb, irgendwie, aber das lasse ich so. Schui. Auch einige, wie gesagt, bei den neueren Features gibt es andere. Ich meine, eines der ersten Features, wo es also für neuere wie diese Nikes gibt oder so, also das ist schon ganz cool. Ja, wie gesagt, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, beziehungsweise wenn ich was besser machen kann mit meinen Videos, dann einfach in die Kommentare schreiben oder schreibt es mir privat. Mir eigentlich ziemlich egal, wenn wir diese ganzen Tag, würde ich sagen. Und wir warten. Klar, über der Hose. Kurz, wie lang? Eigentlich bin ich keine PC, aber ich lasse das einfach mal, ist egal.
lang, kurz, mittel, also nochmal lang. Das war es hier auch schon wieder. Und dann kann man hier noch einstellen, wie man statisch oder ist, oder ja, halt wie. Das bin ich natürlich nicht im richtigen Leben. Ich bin selber Fußball. Aber ja, egal. Immer so zum Demonstrieren, dass man da alles machen kann. Oder könnte. Ja, das war's dann auch schon fast wieder von mir und von meiner Seite aus. Ich hab nachher noch das zu tun, Minecraft hoch. Vielleicht gibt's da auch mal ein paar Let's Plays. Wer diese will, sollte mir sagen. Dann machen wir ein paar Minecraft Let's Plays, genau. Ja. Und nicht viel mehr zu sagen. Zeige ich euch vielleicht noch, wie man das speichert, also wie man den Spieler speichert, damit man ihn nachher dann auch in der Mannschaft wiederfindet und nicht gelöscht wird. Anwenden, beenden, ohne speichern, bitte nicht abbrechen, kommt man wieder zurück, aber ihr müsst auf anwenden und beenden gehen. Dann habt ihr euren Spieler gespeichert und ihr findet ihn wieder bei, wieder auf anpassen, Teams bearbeiten, Vereinstransfer, könnt ihr dann gehen und dann noch auf den Club, hier seht ihr meinen Spieler, den ich jetzt ausgewählt habe. Dieser könnte jetzt wechseln zu, keine Ahnung, egal. Genau. Und das war es dann auch schon wieder von meiner Seite aus. Ich hoffe, es hat euch gefallen und Spaß gemacht, mit euch zu schauen. Und ihr wurde eines Besseren belehrt. Ja, und dann noch einen schönen Tag. Tschüss.